Wir befinden uns hier in Microsoft Teams. Durch die Integration des ECM von M-Files kommt in jedem Team der Tab M-Files hinzu. Durch einen Klick auf diesen Tab öffnet sich direkt in Teams die M-Files-Oberfläche. Von hier aus können Sie auf sämtliche unternehmensweite Inhalte zugreifen. Über die Schnellsuche finden Sie alle Inhalte so einfach wie in einer Suchmaschine. Die Suchergebnisse lassen sich mit verschiedenen Filtern eingrenzen. Durch einen Klick auf ein Dokument öffnet sich das Vorschaufenster und die Metadatenkarte. Die Metadatenkarte ist das zentrale Steuerelement in M-Files und existiert zu jedem Dokument und Objekt. In der Metadatenkarte werden alle Informationen zu dem Dokument bzw. Objekt gesammelt. Diese Informationen sind zum Beispiel die Information darüber, wann und von wem es zuletzt geändert wurde, wann und von wem es erstellt wurde, die Zugriffsrechte und Informationen über den Inhalt wie die Dokumentenklasse und in diesem Fall den Kunden. Diese Informationen können je nach Zugriffsrechten bearbeitet und ergänzt werden. Häufig verwendete Dokumente werden in der täglichen Arbeit oft erzeugt, indem ein älteres Dokument kopiert und diese Kopie dann überarbeitet wird. Dabei werden jedoch nicht die aktuellen Vorlagen genutzt und gegebenenfalls die neuen Richtlinien nicht eingehalten. In M-Files werden zentral sämtliche Dokumentenvorlagen zur Verfügung gestellt. Die Erstellung eines Dokuments gelingt mit Ihnen im Handumdrehen. Einfach die gewünschte Vorlage auswählen und die Metadaten für das Dokument ausfüllen. M-Files schlägt dabei die passenden Metadaten vor. Hier kann auch schon die Person eingefügt werden, die das Dokument freigeben soll. In diesem Fall ist es Linda Meyer. Durch einen Klick auf Erstellen wird das Dokument automatisch erstellt. Wechseln wir in M-Files. Linda, die den Vertrag genehmigen soll, bekommt nun das Dokument zugewiesen und kann es direkt in M-Files öffnen. M-Files übernimmt automatisch die verschiedenen Angaben aus den Metadaten, wie zum Beispiel den Kunden und seine Adresse. Linda kann nun die fehlenden Informationen ergänzen das Dokument speichern, schließen und es wieder einchecken, damit die Änderungen auch für andere sichtbar sind. Nun kann das Dokument in seinem Workflow in den nächsten Status Genehmigt wartet auf Unterschrift überführt werden. Die Freigabe kann mit einer elektronischen Signatur versehen werden und ist somit jederzeit nachvollziehbar. Das Dokument wird automatisch in eine PDF konvertiert und ist somit bereit zum Unterschreiben. Zurück in Microsoft Teams ist das Dokument nun ebenfalls über die Schnellsuche auffindbar.